Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Marin Monika Kaiser und heute geht es um das Thema Schuld und Vergebung. Ja, viele Menschen laufen ihr ganzes Leben mit Schuldgefühlen durch die Gegend. Sie haben vielleicht mal was getan, auf das sie nicht stolz sind, oder sie konnten etwas nicht verhindern, was vielleicht andere getan haben. Oder sie haben einfach die Schuldgefühle auch von jemand anderem übernommen. Es gibt viele Möglichkeiten, warum jemand Schuldgefühle hat. Wichtig ist einfach zu verstehen, dass Schuldgefühle immer wie ein destruktives Programm in uns laufen. Das heißt, sie verhindern einfach, dass wir vorwärts kommen, dass wir Erfolg haben, dass der Liebespartner in unserem Leben ist, den wir uns wünschen, dass wir die Beziehung führen können, die wir uns wünschen, dass Geld in unser Leben kommt. Im Außen sind ganz häufig Schulden, Insolvenzen, solche Geschichten auch ein Hinweis darauf, dass jemand mit viel Schuldgefühl rumläuft. Ja? Und diese Schuldgefühle sind nicht dienlich, die zerstören eher. Und sie sind aber mit einer relativ einfachen Möglichkeit in Frieden zu bringen oder in göttliche Ordnung zu bringen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen, es ist die Selbstvergebung. Ganz oft liegt es wirklich daran, dass ich habe es in hohem Maße bei den Klienten, dass es immer wieder um das Thema Mangel der Selbstverzeihung geht. Ja? Verzeihe dir selbst alles, was du getan und was du nicht getan hast. Dafür gibt es wunderbare Rituale, die kann ich dir auch zeigen, mit denen du relativ schnell aus so alten Kreisläufen rauskommst. Ja, also dieses, ich bin schuld, ich habe das und das nicht getan und so weiter und so weiter, dieses innere Selbstzerfleischung, dass du das tatsächlich loslassen kannst. Und dann gibt es natürlich auch den Aspekt, dass es hier auch um Vergebung anderer geht. Also stell dir einfach mal vor, dass in dem Moment, wo es um Schuld geht, ja, wo du jemandem die Schuld gibst, du dich an diesen anderen einfach auch bindest. Das muss dir bewusst sein. Energetisch bist du mit ihm in dieser Hinsicht dann verbunden. Und da macht es durchaus Sinn, wenn auch nicht im direkten Gegenüber, du musst nämlich nicht hingehen und jemanden direkt eine Verzeihung aussprechen, es geht manchmal auch gar nicht, manchmal hat man ja im Menschlichen wirklich etwas erlebt und man sagt, das kann ich jetzt nicht wirklich im Menschlichen verzeihen, auf einer spirituellen Ebene kannst du das aber sehr wohl. Das ist der Start dazu, dass es sich dann auch im Menschlichen vollziehen kann. Das würde bedeuten, dass du dir diesen Menschen, von dem du glaubst, dass er dir etwas angetan hat, mit dem du dich über die Energie der Schuld verbunden hast, ja, ist da, weil die Energie ist egal, ob er etwas getan hat oder du, die Energie ist dieselbe, es ist die Energie der Schuld, und du dir diesen Menschen vor deinem geistigen Auge vorstellst und ihm dann wirklich die Verzeihung gibst. Da sagst du, ich verzeihe dir alles, was du getan und nicht getan hast, ich achte und ehre dein Schicksal, so wie man das in der Familienaufstellung machen würde, damit du diesen Menschen freisprichst und letztendlich dich damit auch freisprichst. Ja? Also es funktioniert da auf beiden Seiten. Und wenn du das Gefühl hast, da ist etwas, was du überhaupt nicht machen kannst, weil es gibt manche Menschen, die das Thema Verzeihung einfach, da ist der Schmerz noch zu groß, da kann man noch nicht sofort jetzt in die Verzeihung gehen oder manchmal sogar auch nach langen Jahren nicht in die Verzeihung gehen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass du dieses Thema den Engeln übergibst, Gott übergibst, dann höre im Bewusstsein an, wen auch immer du glaubst. Also dass du einfach sagst, lieber Gott, ich kann diesen Menschen nicht vergeben oder ich kann mir auch selbst nicht vergeben. Bitte übernimm das für mich, ich gebe dir das. Ja? Ich bin dazu momentan nicht in der Lage, entweder hilf mir oder ich übergebe dir das, dass du das tatsächlich aktiv für mich die Energie hier auflöst und in die Liebe bringst. Ja? Also nur so kommt man da tatsächlich raus. Ich habe bisher noch keinen anderen Weg gefunden. Wer einen anderen kennt, kann ihn mir gerne sagen. Aber das Thema Schuld tatsächlich aufzulösen, ist ein wichtiges Moment. Ich hoffe, ich habe dir das deutlich machen können. Es kann dir wirklich dein ganzes Leben blockieren. Also lass sie los, lass auch den Menschen damit los oder die Situation, der du diese Schuld gegeben hast, und befreie dich selbst, damit du ein erfolgreiches, liebevolles, glückliches
und freudvolles Leben führen kannst. Alles Liebe für dich. Mach's gut.